Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Binding of Isaac Afterbirth. Heute wieder ganz normal, und zwar mit Lilith. Habe ich ja schon gespielt, habe ich immer noch nicht. Ihr seht, ihr habt immer noch nicht Mom besiegt mit. Und ich hoffe, das wird sich jetzt mal ändern, ja. So, muss ich meinen Co. noch was machen? Chuck. Okay. Sehr schön. Fängt an mit HP ab, das ist natürlich klasse. Ja, die Challenge lief ja letztes Mal nicht so gut. Ich hoffe, dass sich das irgendwann nochmal ein bisschen besser gibt. Erstmal schauen, dass wir... Ja, das ist natürlich... Ich liebe das, wenn die da hinten so verschwinden. Abgöttisch. Doch, 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 doch. Was ist mit denen da oben? Vielleicht kriegen wir die da zuerst. Nein, die verschwindet jetzt hier hinten hin. Also wer sich das ausgedacht hat, der gehört doch erschossen, gehört der. Nee, auch nicht so schlimm, aber es ärgert mich natürlich. Komme ich jetzt an die zwei hier unten ran? Na komm, ja, komm näher, Flieger. Du auch. Gibt's dafür irgendeinen Trick? Kennt denn jemand? Wie man die da am besten weglockt, aber hier an der Stelle geht's, glaube ich, ganz gut. Komm. So, sehr schön. Irgendwo gab es einen Schlüssel. Da gibt es einen. So. Check. Und direkt. Ja. Prima. Endgegner. Erste Ebene gleich schon mal besiegt. Ja, ich werde natürlich. Nein! Ah, ich kann ja auch noch verdoppeln. Klar. Ah, hört doch auf, mich zu jagen. Was soll denn der Mist? Ich bin ja sowas von langsam. Das ist ja schon fast schmerzhaft. Furchtbar. Jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Achso, ich werde natürlich, wenn ich Mom normal besiegt habe, trotzdem noch weitermachen. Auch wenn dann der erste das wahrscheinlich nicht gewertet wird. Also falls ich dann danach sterbe. Aber ich will halt... Wenn dann will ich es richtig machen, wenn ich schon zu weit gekommen bin und dann entsprechend nicht abbrechen vorher. Chuck, sehr schön. Ich hoffe mal, ich krieg irgendwie demnächst mal was, was mich ein bisschen schneller macht. Die ist ein Shot Speed Up, ist zwar ziemlich gut, aber nicht gut genug irgendwie. So. Wow. Es ist schon ein bisschen anstrengend. Ah, da war ich jetzt gerade mal übermutig. Immer die Schusswaffe hinter sich herzuziehen quasi. Sehr genial, eine Pretty Fly. Kommen die alle her? Viel zu viele Gegner. Ah, wenigstens habe ich jetzt mittlerweile schon ein bisschen Abwehr durch diese Pretty Fly. Ich finde, die hat mir schon so oft so sehr das Leben gerettet. So. Ich hätte jetzt gerne noch eine Bombe eigentlich, damit ich da unten nochmal irgendwie bei dem anderen Raum mir noch ein Herz holen kann. Das wäre eigentlich super. So. Die Dinger, die sind... unnötige Gegner, die sind wieder schwer noch irgendwie, also die sind super unnütze, sie liegen halt nur rum und machen Schaden. Gut, das war jetzt gerade an der Stelle wahrscheinlich gar nicht so, hat es natürlich ein bisschen schwerer gemacht. Oh Gott, was war mit der Bombe? Glitzerbomben. Ach ja, ich glaube, die enthalten irgendwas. So war das, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da gab es aber noch eine Bombe dazu. Super. Ja, dann kann ich ja gleich mal hier weitermachen. Hm. Ich könnte jetzt eigentlich auch mal mein
Viech da irgendwie verdoppeln, weil ich es da sowieso direkt wieder aufladen kann. Ich glaube, das ist... Ich heb mir das ja immer auf, ne? Und dann am Ende... Ich merke eigentlich erst nachdem, genau, nachdem ich mir wehgetan habe, dass ich es hätte gebrauchen können. Ah, sieh mal eine an. Was denn jetzt hier Schönes? Bonusgegend. Entweder Bonusgegend oder es geht gleich eine Etage tiefer, wäre natürlich beides cool. Ah, es gibt eine extra Fliege. Ah. Ah. Ups. Hat es noch gezählt, dass ich sie kaputt gemacht habe? Kann ich bei Gegnern da drin eigentlich direkt verschwinden und dann... dann bleiben die auch weg. Einen fetten Protector. Das ist doch mal geil. Ich glaube, der passt schon gut auf mich auf. So. Natürlich, könnte ja dann sogar versuchen, Bomben zu schmeißen, wenn ich dringend Leben brauche oder so. Keine Ahnung, ob das effektiv ist oder nicht. So. Oh, das war knapp. So. Gehen wir hier mal. Nix. Aber die hat ja auch... Die geben nicht jedes Mal was, oder? Hm. Ich glaube, hier können wir mal doppelt anwenden, weil die Dinger sind immer super nervig. Ach krass, dann soll ich doppelte Fliegen und doppelte... Schützer, ne? So. Yay! Das hat sich doch jetzt mal richtig gelohnt. Ah ne, dafür habe ich jetzt zu wenig Leben, um so Spirenzchen zu machen. Allerdings würde ich gerne noch... Okay, hier könnte vielleicht sogar noch was sein. Ich wollte zumindest nochmal auffüllen. Ja, und dann kann ich, habe ich nämlich richtig, richtig guten Schutz gegen den Endgegner. Dann sollte das doch irgendwie ein Klacks sein, oder? Ich könnte es ja versuchen, nicht? Ich probiere es vielleicht danach. So. Wenn ich hier erfolgreich noch genug Herzen übrig habe. Ja, guck mal, wie ich Schaden mache. Und zwar gleich doppelt. Doppelt Schaden mache. Wuhu. Ja, fast noch Schaden genommen hier. Ja, sehr nice, auf jeden Fall. So. Wahahaha. So, und da werde ich die Schaufel, ist zwar ein ganz cooles Gadget so, aber die werde ich nicht nehmen. Weil ich finde den Verdoppler deutlich besser und ich will ja noch ganz, ganz weit nach unten kommen. Also. Sparen wir lieber die Herzen. So. Ja, heute bei einem Kumpel zu Besuch. Der hat einen riesigen, sehr, sehr coolen 3D-Fernseher. Ich bin gar nicht so sehr auf das 3D neidisch, aber ich hätte gern so einen riesigen Fernseher. Das wäre so toll. Ich spiele ja auf so einem... Also ich spiele ja an meinem Fernseher mit meinem PC, aber ich habe einen sehr, sehr kleinen Fernseher. Also nicht sehr, sehr klein, ja, aber es ist jetzt kein Riesenfernseher. Es ist mehr so von der Größe, ein bisschen größer als ein normaler Computerbildschirm, kann man sich das vorstellen. Und entsprechend steht er ja immer auf einem Stuhl ganz in der Nähe meines Sofas. Und das ist schon ein bisschen doof. Also so ein riesiger, riesiger Fernseher wäre schon sehr, sehr nice auf jeden Fall. Jetzt kann ich euch noch ein paar Schmankerl aus meinem Leben gerade erzählen. Wenn der Gegner mal nicht so schwer ist. So, Pilchen. Yay, Energy. Das ist gut, das ist sehr gut. Ja, vielleicht brauche ich das sogar hier schon. Wobei. Ah, ich sollte nicht so mutig sein. Irgendwie. Also so wagemutig vor allen Dingen. Manche würden auch dumm sagen. So. Check.
Bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob diese dunklen Misthaufen auch irgendwie einen Effekt haben im Sinne von Schaden machen. Oder ob die wirklich nur dunkel machen und die Gegner verwirren. Ja, ihr merkt, ich spare schon wieder an Freunde verdoppeln. Aber solange es halt auch so geht. Hui, nice. Tatam. Wow. Und da habe ich zu spät geschaltet gerade. Naja, hier ist wieder fast nichts drin in diesem Bonusraum. Ich würde eigentlich mal zumindest gucken, was es hier unten gibt. Ah, eine goldene. Würde ich mir noch überlegen. Wobei, ich kann ja verdoppeln, ne? Na komm, dann verdoppeln wir mal. Und es ist nichts Gescheites drin. Super. Ah. Es wäre ja mal einmal schön gewesen, wenn es mal was richtig Gutes gegeben hätte. Na gut, dafür sind die Gegner aber auch alle nicht so weltbewegend furchtbar. Und es gibt sogar noch eine Truhe. Ah, okay, damit. Ja. Zwei Herzchen in Reserve quasi. Warte mal, das mit der Energy, das war da oben, ne? Ja. Ja, alles seine Richtigkeit haben. Aber wenn wir jetzt hier schon sind, manchmal ist die Bonusraum am Ende der Karte. Na, da nicht. Weil damit muss ich nachher nicht wieder zurückklatschen. Falls ich irgendwie doch nochmal suchen möchte. Ja, ich weiß, er ist meistens in der Nähe vom Endgegner, aber halt auch nicht immer. So. Ausweichen. So, noch eine Attack Fly. Sehr schön. Die hat einen etwas größeren Abstand. Das ist ganz gut. Das ist immer mal das Gefühl, es läuft gerade extrem gut und dann kommt wieder irgendwas und da hätte ich gar nicht lang gehen sollen. Hat sich überhaupt nicht gelohnt. Mal diese Challenge ausprobieren, wo man nur Attack Flies hat. Ich glaube, da werde ich ganz, ganz kläglich versagen. So. Oh. Gut, dass ich hier jetzt schon sehr gut geschützt bin. Läuft doch. So, eine Münze mehr und es lohnt sich da unten mal reinzugucken. Oh oh. Ich würde gerne mein schwarzes Herz noch ein bisschen behalten. Mein schwarzes Herz. Ja. Das ist dann eigentlich. Oben ist nicht die Möglichkeit, ne? Na, seht ihr, jetzt wäre ich nämlich zurückgelaufen. Ansonsten fällt mir nämlich nicht ein, wo ich jetzt, wo eventuell noch ein Bonusraum sein könnte. Vielleicht hier unten drunter. Tatsächlich. Ha! Ohne Bombe gekriegt. Ich wollte gerade sagen, hier ist es mega doof, ein schwarzes Herz zu verlieren. Aber ich habe es ja erfolgreich hinbekommen. Wow, okay, cool. Das sieht mich hier auf jeden Fall nochmal zurück. Dann mache ich das aber andere vielleicht auch besser später. So. Okay. Na gut, dann machen wir das jetzt schon mal hier. Na komm. Ist das nah genug?
Es gibt eine Karte und the world. Ja, das nehmen wir dann mit. Diesmal muss ich aber dran denken, dass ich hier das Herz noch hole. Und nicht einfach verdufte. So. Uff, das Glas und das Kästchen war, glaube ich, doof. Also ich fand's doof. So. Was eingezahlt. 15 hebe ich auf für die nächste Runde. So, Stan. Achso, ja. Verdoppeln nicht vergessen. So. Stecken wir uns mal hier hinten dran. Dafür ist der Scheiß wirklich gut. Ja. Kommt doch mal wieder raus. Ah! Aber doch nicht so. Na komm. Bin ich ganz rausgefunden, ob der mir wirklich folgt. Und wenn ich nicht aufpasse, stehe ich drunter. Aber ich glaube schon. Ja, heißer. So muss das. So, und jetzt gibt es, glaube ich, noch ein bisschen. Genau, Tears and Shot Speed Up. Wir können jetzt aber nochmal zurücklaufen. Ach, eins weiter unten. Was mache ich denn da? So. Und holen mal hier den Herzcontainer. Sehr, sehr fein. Und ab nach unten geht's. Ja, gut sieht's aus. So, ein Herz mehr und wir können uns mal die Welt anschauen. Ja, und die Welt sagt, wir haben direkt hier auf dem Weg nach unten, beziehungsweise hier zur Schatztruhe gibt es hier schon mal einen Schatzraum, der sogar Geld bringt. Oh mein Gott. Das ist ja selten. Dann, also nicht zum Schatzraum, sondern aber zur... Zum Shop gehen wir dann trotzdem. Zack. Können uns aber ein paar Räume natürlich jetzt sparen. Von denen es wahrscheinlich eh nicht so viel zu holen gibt. Hm, komm. Zack. Oh. Wollen wir die Steine übersehen? Wahrscheinlich gibt es oben auch noch ein paar, ja. Ist ja immer so. So. Gut. Das ist eigentlich fast prädestiniert, dass da oben ein Bonusraum ist, aber man weiß es ja nicht. So, und ich glaube, das Kreuz war Chaos, ne? Ah, was hat das gebracht? Ach, bestimmt irgendwas Gutes. Na, zumindest mal ein paar Sachen. Was haben wir hier? Oh, Passage. Temperance, okay. Tower. Ne, dann nehme ich Passage mit. Das geht schon. Endgegner möchte ich hier aber noch... besiegen an der Stelle. Weil der meistens irgendwas Gutes bringt und die Endgegner finde ich jetzt in der Ebene des Spiels auch noch nicht so schwer. Das kann man dann später beim Mauer machen. Aber wie seht ihr das? Würdet ihr das direkt überspringen? Ich weiß gar nicht, was besser ist. Also ich habe das bisher taktisch-technisch jetzt immer so gefahren, dass ich versucht habe, in den niedrigeren Level gar nicht zu überspringen. Damit ich irgendwie in den höheren was davon habe. So. Ah, okay, Endgegner, der Minigegner bringt auch oft irgendwas. Und so schwer finde ich die nicht. Na gut, eine Pille, das war's. Das war die Arbeit nicht wert. Okay. Super wenig los heute, okay.
Das bringt mir jetzt nichts, aber ich kann es vielleicht nochmal entsprechend. 99 Bomben! Ja, das klingt doch mal gut. Ne? Na komm, habe ich ausgesorgt. Kann abkürzen stellenweise. Ja, und hab noch den Vorteil. Das heißt, ich werde jetzt aber nochmal danach Bonusräume suchen. Ja. Jetzt kann ich aber... Könnte ich eigentlich ein paar Räume überspringen, wenn ich nicht nach Bonusräumen suchen wollen würde. Wie jetzt hier zum Beispiel. Na ja, gut, die machen jetzt auch noch nicht so viel Schaden. Hm. Man kann ja trotzdem hier schon mal gucken. Nix gibt's da. Fliegen kann ich ja leider trotzdem nicht. Ich hätte vielleicht irgendwas anderes jetzt nochmal ändern sollen. Jetzt ist es zu spät. So. Hier, da ist die Tür. Jetzt hier vielleicht lang? Nee. Ach so, jetzt haben wir dieses Emergency-Ding, aber ich wollte ja eh was mitnehmen. Hm. Na gut, wir sind ja noch nicht bei Mom. Können ja nochmal zurücklaufen dann. Und das gleich verbrauchen. Ah, okay, ja. Ja, ich erinnere mich. Und... Oh. Nein! So. Ja, wieder nicht sehr gescheit angestellt, ich gebe es zu. Das war das, genau. Boah, den hatte ich aber auch schon lange nicht mehr, den Gegner. So, Kästchen. Und Heiligenherz. Und ein Krönchen. Fainted Gain Power, okay. Okay, sieh mal einer an. Also ich erinnere mich gerade nicht, dass ich das jetzt schon mal hatte. Ich glaube, das war eins der neuen Gegenstände, die ich freigeschaltet habe. Naja, gut. Sage ich gar nichts gegen, beschwere ich mich nicht.